Hallo und herzlich willkommen zu Barbecue Schwabe. Heute mache ich Gyros Pita und wie du das Ganze nachmachen kannst, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Für das heutige Rezept benötigen wir den Teig für die Pita-Brote, den habe ich heute schon mal vorgemacht. Das Rezept findet ihr in der Beschreibung, dann etwas Mehl, damit wir die später ausrollen können. Dann habe ich hier von meinem Metzger Gyros geschnetzeltes, das ist einfach geschnetzeltes mit etwas Gyros-Gewürz und Zwiebeln mariniert. Dann für die Einlage habe ich Zwiebeln und Tomaten. Dann mache ich mir eine Knoblauchsoße mit 2 Knoblauchzehen, bisschen Joghurt und Zitrone, natürlich Pfeffer und Salz. Den Grill habe ich schon mal vorgeheizt auf 220 Grad mit Pizzastein drin. Als allererstes schneide ich mir die Zwiebeln und die Tomaten für die Einlage später. Hier schneide ich mir einfach feine Scheiben runter. Bei der Tomate genau dasselbe. Für die Joghurtsoße mache ich den Joghurt in eine Schüssel rein. Dann schon mal ein bisschen Salz und Pfeffer dazu. Dann nehme ich hier ein bisschen Abrieb von der Zitrone. Und ein kleines bisschen Zitronensaft. Dann nehme ich die Knoblauchzehen, halbiere sie. Und hier bei den Knoblauchzehen mache ich den Strunk raus. Also einfach diesen Mittelteil hier rausziehen. Anschließend hacke ich den Knoblauch einfach fein. Wenn der Knoblauch recht fein gehackt ist, zum Joghurt dazugeben. Das Ganze einmal gut durchrühren. Und abschmecken. Die Soße stelle ich jetzt zur Seite, dann kann der Knoblauch gut durchziehen und die Einlage brauche ich jetzt gerade auch nicht. Dann machen wir jetzt weiter mit den Pita-Broten. Hier bestäube ich mir jetzt kurz die Arbeitsfläche, nehme den Teig raus. Für den nächsten Arbeitsschritt benötigt ihr eine Waage, da ich jetzt hier immer 130 Gramm rausportioniere aus dem Teig. Ich knete die einzelnen Teigstücke jetzt nochmal durch und forme sie zu Kugeln. Wenn ihr die Teigstücke geformt habt, dann einfach etwas ausrollen. Ich räume die alle in der Größe aus und in der Dicke. Ich würde sagen, das sind 2 bis 3 mm. Ich rolle die alle aus und gebe die dann nach und nach auf den Pizzastein. Nachdem ich sie ausgerollt habe, gebe ich sie dann nach und nach immer auf den Grill mit dem Pizzastein und backe sie aus. Für ca. 10 bis 12 Minuten bei 220 Grad. So sehen die Pita-Brote dann nach ca. 10 Minuten aus. Ich nehme die immer raus, mache die auf einen Teller und decke sie dann mit einem Handtuch ab. Nachdem ich das letzte Pita-Brot jetzt runtergenommen habe, mache ich den Pizzastein raus und mache meine Plancha rein und drehe den Grill auf 250 Grad hoch. In der Zeit, wo der Grill und die Plancha aufheizen, würze ich das Ganze hier noch mal ein bisschen mit Salz
die Grillplatte heiß genug ist, grill ich das Ganze an. Das Ganze fertig zu machen, nehme ich mir hier ein bisschen Knoblauchsoße. Ein bisschen von dem Fleisch. Dann was von den Zwiebeln. Zwei Tomatenscheiben. Und dann rolle ich das Ganze so ein. So sieht das Ganze dann fertig aus. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachmachen, abonniere den Kanal, bis zum nächsten Mal.